Keine Kulturnacht, dafür Kulturfenster. In verschiedenen Schaufenstern in der Dürmener Innenstadt präsentieren seit Samstag, dem 19. September, 2 Wochen lang zahlreiche Künstlerinnen und Künstler eigene Kunstobjekte. In insgesamt 46 Ladenlokalen und sonstigen Gebäuden sind Bilder und Skulpturen ausgestellt. Wir haben uns überlegt, die Kulturnacht in ihrer eigentlichen Form mit ganz vielen verschiedenen Veranstaltungsorten können wir in diesem Jahr so nicht durchführen, weil wir bei jedem Ort darauf hätten achten müssen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Was man aber darf, ist Freiluftausstellungen machen und das geht auch relativ problemlos. Und deswegen haben wir das Konzept ein bisschen umgestrickt und nennen die Kulturnacht in diesem Jahr Kulturfenster. Im Innenhof des 1A können die Besucher großformatige Fotografien von Mitgliedern des Fotoclubs Moment mal anschauen. Und wir haben uns vorgenommen, das Thema abstrakt in Bildern, in Fotos festzuhalten. Und daraus ist dann diese Ausstellung entstanden. Und wir hatten von vornherein die Idee gehabt, dieses auf dem Markt der Möglichkeiten am 1A durchzuziehen und durchzuführen. Und diese Fotos sind jetzt hier außen angebracht. Ja, die Aktion Kulturfenster ist ja bekanntlich eine Ersatzaktion für unsere Kulturnacht. Und wir haben fast 50 Künstler dazu gewinnen können, ihre Werke in der Stadt auszustellen. Wir haben Glück gehabt, dass auch viele Geschäftsinhaber mitgemacht haben. Fritz Pietz präsentiert in einem Ladenlokal in der Marktstraße Skulpturen der Farbfeldmalerei. Nach Buntstiften stellt er jetzt Stäbe mit individueller Bemalung her. Aber auch Stelen gehören zu den von ihm erstellten Kunstwerken. Bei Möbel Braun sind einige großformatige Bilder von Gabi Lepper-Mainzer zu sehen. In der Sonnenapotheke hat die Künstlerin Annette Körner ein paar lebensgroße Objekte ausgestellt. Neben Bildern und Skulpturen sollen auch akustische und optische Präsentationen, darunter eine Beamer-Projektion am 1A, gezeigt werden.